Ich bin Magnus Treper, ich bin 16 Jahre alt und ich spiele gerne Orgel. Musik für mich ganz persönlich bedeutet, einfach loszulassen, sich der Musik hinzugeben und einfach nur den Klängen zu lauschen, ihre Wirkung aufzunehmen und sich so ein bisschen von dem Alltag zu erholen. In Musik fühle ich mich sehr wohl, da kann ich mich ausdrücken. Ich kann mich auch zurückziehen und wenn irgendwas ist, ich weiß, in der Musik rette ich mich. Und ich möchte eben dieses Gefühl mit anderen Menschen teilen. Das heißt, ich möchte weitergeben, was ich für Musik verspüre, möchte das im Gottesdienst ausdrücken. Also der schönste Moment an der Orgel für mich war, als ich das erste Mal meinen Gottesdienst gespielt habe und am Ende haben die Leute applaudiert und ich wusste, ich habe es gut gemacht. Ansonsten plane ich, den Beruf des Orgelbauers zu lernen und möchte mich eben im Musikinstrumentenbau bewegen. Ich bin zur Orgel gekommen, indem ich früher schon mal eine Führung im Mainzer Dom gemacht habe und da eben auch den Organisten ein bisschen ausgefragt habe und dann auch später an die Orgel selbst durfte. Das war vor circa 6 Jahren. Das war so das erste prägende Ereignis. 2018 im Rahmen meiner Konfirmation im Gottesdienst und sah dann eben unsere Organistin spielen und dachte mir, hey, das könntest du doch auch mal probieren, du spielst doch schon so lange Klavier. Der Glaube an Gott spielt für mich eine sehr wichtige Rolle, da ich erstmal natürlich in einer Kirche bin und hier auch an der Gemeinde mitwirke. Ansonsten zählt aber auch die Gemeinschaft sehr viel, einfach mit den anderen Leuten zu kommunizieren, in Kontakt zu bleiben. Wir sind, ich sag mal, eine lustige Truppe, wir stellen immer wieder Aktionen auf die Beine und das macht einfach Spaß zusammen. Ansonsten ist unsere erste Aktion, die wir gemacht hatten, die Church at Night. Also wir treffen uns hier in der Kirche mit den Konfirmanden. Jeder, der möchte, kann kommen. Und wir halten dann einen kleinen Gottesdienst, essen anschließend Pizza und schauen einen Film. Ja, das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Oftmals ist es auch einfach so, dass man herkommt, man hört die Musik, man findet in den Gebeten, in den Fürbitten die Gemeinschaft und es verbindet einfach, es schenkt einem Ruhe und Kraft für den Tag. Für die Gemeinde hier vor Ort wünsche ich mir, dass sonntags ein paar mehr Leute in den Gottesdienst kommen, aber auch, dass wir mehr miteinander machen, dass wir uns einfach als Gemeinde erhalten bleiben.